Ja, die handballlose Zeit ist vorbei. Die Liga ist gestartet und jetzt auch hier bei uns in Aichner Halle. Und wir hatten heute frisch auf Göppingen zu Gast. Es stand zur Halbzeit 13-5 und am Ende 26-15. Ich darf herzlich begrüßen Trainer Hartmut Meierhofer und den sportlichen Leiter von frisch auf Christian Schön und für die SG Mike Machula und Dirk Schmeschke. Hartmut, traditionell fangen wir natürlich an mit der Einschätzung des Gästetrainers. Um in Flensburg freilich etwas Zählbares zu holen, müsste bei uns schon sehr viel passieren. Habe ich zum Auftaktbericht der Presse entnommen. Was ist heute passiert aus Ihrer Sicht? Ja, guten Abend. Glückwunsch an Mike und an die SG zum absolut verdienten Sieg. Natürlich keine Frage. Ich finde, dass wir das in der Anfangsphase wirklich gut gemacht haben. Wir haben Flensburg Probleme bereitet, wenn sie im stehenden Angriff waren. Unser größtes Problem war die Wurfeffektivität im Angriff. Wir haben in der ersten Halbzeit insgesamt 16 Fehlwürfe, wovon der größte Teil natürlich irgendwo am Gehäuse vorbeigeht. Über das gesamte Spiel haben wir 23 Fehlwürfe und 10 technische Fehler. Und dann kommen wir genau dahin, was die Stärken von Flensburg ausmacht. Wir schenken vorne die Bälle her. Und Flensburg kann in die Gegenstöße gehen, kann die einfachen Tore machen. Und dann läuft das Spiel nach dem 6-4 natürlich komplett weg. Und das ist letztendlich der Punkt, was wir nicht geschafft haben, das Tempospiel von Flensburg in den Griff zu bekommen. Und ich finde, dass wir sicherlich vorne, glaube ich, das Spiel verloren haben. Im ersten Moment natürlich 15 geworfene Tore ist deutlich zu wenig, aber ich glaube, dass wenn wir ein bisschen cleverer spielen in der Anfangsphase, wenn wir ein bisschen mehr Wurfeffektivität haben, dann können wir zumindest in der ersten Halbzeit das Spiel ein bisschen ausgeglichener gestalten. Am Ende spielt das Flensburg natürlich souverän runter und hat natürlich auch, wie gesagt, in dieser Höhe absolut verdient gewonnen. Ja, vielen Dank für die erste Einschätzung. Wenn wir das Mikrofon einmal rüber haben dürfen für Mike. Mike, du hast vor dem Spiel gesagt, ich möchte das Feuer in den Augen meiner Spieler sehen. Hast du es gesehen? Ja, schönen guten Abend erstmal. Danke Hartmut für die Glückwünsche. Ja, das habe ich gesehen in der Kabine, habe ich auch gestern beim Abschlusstraining gesehen. Die Mannschaft war sehr, sehr fokussiert auf diese Aufgabe. Wir haben das natürlich, wir nehmen jeden Gegner ernst und wir haben das sehr, sehr ernst genommen, weil Göpping hat bewiesen letzte Woche mit dem Heimsieg gegen Berlin, dass es nicht selbstverständlich so eine Mannschaft zu schlagen, was diese Mannschaft imstande ist zu leisten. Und deswegen waren wir heute sehr, sehr konzentriert. Wenn man das ganze Spiel jetzt betrachtet und man ein bisschen negativ sein möchte, muss man natürlich die erste Viertelstunde schon mal besprechen, sodass wir, finde ich, aus den Möglichkeiten, die wir bekommen haben, wie Hartmut auch gesagt hat, sicherlich hat Buric ein paar Paraden, aber es waren auch etliche Würfe dabei, die am Tor vorbeigehen. Und ich finde, da laufen wir unseren Gegenstoß sehr, sehr schlecht, sehr unstrukturiert. Und dann steht es irgendwie nach 13, 14 Minuten 4-3. Und ich finde, wir sollten da schon höher führen mit den Möglichkeiten, die wir da bekommen haben im Gegenstoß. Als wir uns dann abgesetzt haben und dann so ein bisschen uns freigeschwommen haben und die Sicherheit bekommen haben, auch im Angriffsspiel dann auch mal mutige Pässe zu spielen, dann lief es. Und wenn die Mannschaft sich erstmal rausspielt, dann ist es einfach wunderschön von außen anzusehen. Dann läuft der Ball, dann ist jeder mit Energie dabei. Und ich bin einfach insgesamt sehr, sehr froh, dass ich heute jeden Spieler auch einsetzen konnte, dass jeder ein positives Gefühl aus diesem Spiel mitnimmt, dass es für die Entwicklung der Spieler sehr, sehr wichtig, dass ein Johannes Goller heute viel Verantwortung bekommen hat und das absolut top gemacht hat. So, das gibt mir Mut für die Zukunft, das ist ein gutes Gefühl für die Jungs und jetzt werden wir weiter hart an uns arbeiten, dass wir das auch in einer gewissen Beständigkeit auch hinkriegen, weil wir sollten das alles jetzt auch richtig einordnen und da, glaube ich, bin ich jemand, der da sehr realistisch ist und gleich wieder auf die Bremse tritt. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die erste Einschätzung von den beiden Trainern. Christian, Sie haben ein Spiel zum Auftakt in der Hölle Süd gewonnen und eins in der Hölle Nord jetzt verloren. Was sagte Ihnen der Saisonstart? Ja, zunächst erstmal Glückwunsch auch von meiner Seite an Mike und seine Mannschaft. Natürlich hochverdient. Ich glaube, die beiden Trainer haben es jetzt schon sehr treffend zusammengefasst, die ganze Geschichte. Wir haben, was sich gar nicht so anfühlt, fast eine gleiche Paradenanzahl auf beiden Seiten.
haben aber, wie gesagt, 10 Würfe, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit am Tor vorbei, die uns natürlich dann extrem viel gekostet haben. Und das war die einzige Möglichkeit, die wir eigentlich hatten, ein bisschen Druck auf Flensburg zu machen. Wir hatten in der ersten Viertelstunde die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Das haben wir nicht geschafft und deswegen geht das Spiel dann oder läuft das Spiel dann so, wie es läuft. Spielt Flensburg in die Karten, was das Tempospiel anbetrifft, was sie hervorragend machen. Und deswegen für uns heute ein ernüchternder Auftritt nach einem guten Spiel gegen Berlin. Deswegen jetzt natürlich emotional gerade schwierig einzuordnen. Vor einer Woche hatten wir da ein absolutes Highlight mit einem guten Start zu Hause. Und jetzt kriegen wir hier quasi eine Klatsche in Flensburg, was meiner Meinung nach immer passieren kann, was sich aber jetzt natürlich nicht gut anfühlt. Und jetzt für uns heißt es jetzt Kopf hoch, wieder aufrichten, das Ding analysieren. Und nächste Woche Mittwoch kommt mit Hannover gleich das nächste große Kaliber und da wollen wir wieder eine andere Leistung an den Tag legen und versuchen, den zweiten Einzel einzufahren. Vielen Dank, Dirk, das ist das Stichwort, wie es weitergeht. Die SG ist jetzt gut reingekommen, aber es folgen jetzt die Spiele gegen Berlin und Kiel. Wie ist dein Eindruck? Ja, erstmal auch danke an euch beide für die Glückwünsche. Ich gehe da immer so ein bisschen nach meinem Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde, mich hat heute gefreut, ich sag mal, diese Spielfreude und was Mike vorher sicherlich auch eingefordert hat, diese Leidenschaft und den Willen, ich sag mal, zu zeigen, dass wir hier tollen Handball spielen. Und es hat mich gefreut für die Neuen, aber es hat mich auch gefreut für die Alten, in Anführungsstriche, dass man gesehen hat, dass sie sich gegenseitig helfen. Jeder bringt was mit. Und von daher ist das ein guter Auftakt. Aber jetzt kommen die Füchse und der THW Kiel auswärts und zu Hause. Und das sind auch keine leichten Hürden. Und für mich ist wichtig, kann ich mich Mike nur anschließen, dass wir realistisch bleiben, auf dem Boden bleiben, dieser Mannschaft auch den Freiraum einräumen, den sie braucht, weil ich glaube, wir haben nicht umsonst Spieler geholt, von denen wir überzeugt sind, dass sie großes Potenzial haben, aber auch Rückendeckung und Rückhalt brauchen und ich sag mal, auch sich gegenseitig helfen und dafür brauchen wir alle Zuschauerumfeld und ich glaube, dass wir auch die Kraft haben, in die Zukunft zu gucken, weil das ist das, was wir eigentlich wollen, dieses Niveau halten, aber wir bleiben da realistisch und geben unser Bestes jeden Tag. Und mich hat heute diese Freude gespürt und ich glaube, das ist übergesprungen in die Halle. Man hat gesehen, welche Qualitäten Buric hat, Johannes Goller, aber ich will da gar keinen hervorheben. Alle, die reingekommen sind, haben gezeigt, wie viel Freude sie haben und ich finde, da müssen wir weiter dran glauben. Das ist so ein schöner Auftakt, finde ich, und das wollen wir natürlich auch halten. Aber ich habe vorhin auch an anderer Stelle gesagt, das war das erste Heimspiel und wir haben noch so viele Spiele vor uns. Und lasst uns weiter positiv denken, das finde ich gut. Und das war heute ein schönes Spiel für uns alle. Also von daher, ich habe mich gefreut und jetzt kommen wirklich schwere Aufgaben und man fährt nicht so einfach nach Berlin oder nach Kiel oder Kiel kommt zu uns und das macht man so mit links jedes Spiel in der Bundesliga. Das haben wir letztes Jahr beim letzten Spiel gegen Göppingen gemerkt, wie schwer es ist, in jedem Spiel die höchste Konzentration zu erlangen. Also ich habe mich heute gefreut für Mike und seine Mannschaft und ich finde, wir sollten alle daran glauben und uns gegenseitig unterstützen, dass es so weitergeht. Wollte ich an dieser Stelle auch mal deutlich sagen, weil mich freut es für diese junge Mannschaft, wirklich. Es ist toll, wie sie arbeiten, sie strahlt Freude aus, sie bringt viel Neues, die Alten bringen viel Erfahrung und ich hoffe, diese Mischung bleibt die nächsten Jahre so bestehen. Also so denken und planen wir. Okay, vielen Dank. Auch dafür einen Blick in die Runde. Fragen an die Herren. Ja, das ist natürlich auch schön, wenn man ein Spiel mal in der Höhe gewinnt, dass man nicht immer dann bis zur letzten Sekunde da unter dieser Anspannung steht. Und deswegen habe ich mich besonders gefreut, wie gesagt, für Dani Bayens, der es in der Vorbereitung sehr, sehr toll gemacht, der sehr loyal ist für den Jungs, der einen super Job macht, der viel, viel Energie reinbringt, viel Spaß reinbringt, dass er sich heute auch oder dass man die Möglichkeit hat, so einen Spieler dann auch mal zu belohnen. Der hat zweifelsohne die Qualität, uns auch zu helfen. Das ist jetzt nicht so, dass wir hier einfach Geschenke verteilen und jedem mal ein paar Minuten in der Bundesliga geben, sondern der hat diese Qualität, dass Magnus Röth 20 Minuten spielen kann, vorne und hinten, dass er mutig agiert hat und dass man halt auch mal Tobias Karlsson 10 Minuten vor Schluss, das war ja früher auch undenkbar, dass man den mal rausnehmen kann und mal eine Pause geben kann. Also ich habe da viel gesehen für die Zukunft, viel Positives, dass ein Simon Halt auch
so eine Rolle von Tobias Carlsson dann auch mal übernehmen kann, weil er einfach auch alles mitbringt. Und man sieht halt, dass diese Jungs natürlich noch sehr, sehr neu sind in der Bundesliga, aber auch schon Champions-League-Erfahrung haben. Und was ich immer gesagt habe, Erfahrung ist Gold wert in diesem Geschäft und in der Bundesliga. Und ich habe viele, viele tolle Sachen gesehen. Und wie gesagt, es ist einfach schön, da die letzten Minuten noch einfach mal da zu stehen und ein bisschen zu genießen. Gibt es weitere Fragen, bitte? Im Moment nicht der Fall. TBV Stuttgart. Doch, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Naja, Anders Zachariasen hat die letzten zwei Tage ein bisschen länger auf Toilette gesessen als die anderen. Und dem ging es tatsächlich nicht so ganz gut. Und hat sich heute gemeldet, dass es ihm gut geht. Er wollte sich gerne mit warm machen, aber ich habe wirklich gehofft, dass ich ihn heute nicht bringen muss, um einfach dann auch ihn die Pause zu geben, die er sich auch verdient hat. Hat in den letzten Wochen viel Verantwortung bekommen. Und ja, das ist das, was ich den Jungs halt vom ersten Tag an sage. Wir haben wahrscheinlich dieses Jahr 60 Spiele hoffentlich und wir brauchen jeden Einzelnen. Und wenn heute so ein Zachariasen dann mal nicht dabei ist und Golla so abliefert, dann ist das natürlich wunderschön zu sehen, was wir für Möglichkeiten und Potenzial in dieser Mannschaft haben. So, jetzt gucke ich nochmal ganz genau in die Runde. Gibt es noch eine Wortmeldung? Nicht der Fall. Stuttgart verliert zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen mit 20:26. Der TBV Lemgo schlägt Wetzlar mit 25:24 und die Füchse gewinnen gegen Minden 29:27. Wir sehen uns wieder zum nächsten Spiel am Samstag, dem 8. September. Derby gegen den THW Kiel um 18:10 Uhr.